Guten Morgen, Frau Faeser. Ich wende mich hilfesuchend an Sie mit der Frage: Kritisiere ich noch oder verhöhne ich schon? Das ist ja, wie vier Staatsrechtler, Verfassungsrechtler bereits vor 2 Tagen bemerkt haben, so eine schwierige Frage. Die Verhöhnung des Staates. Also, es gibt dann ja auch weitere Probleme. So, der Karneval ist gerade vorbei, aber jetzt mal fürs nächste Jahr. Wird Ihr Genosse Haldenwang noch in der CDU, war ich ja auch mal, als sie noch konservativ war, jeden Wagen, der dann bei den Umzügen mitmacht, kontrollieren oder überlässt er das anderen Politkommissaren? Das sind so schwierige Fragen in der Bundesrepublik Deutschland, wo Demokratie draufsteht. Leute, die in ihren Vlogs akribischer sind als ich, Oli zum Beispiel auf YouTube und andere, die haben nachgezählt, wie oft sie Demokratie erwähnen in ihrem Punkteplan. Das ist ja so, sozusagen ein Jahresplan der Demokratieerfüllung, sage ich jetzt mal. Wer so oft Demokratie erwähnt, der muss es nötig haben. In einem Satz angeblich kommt sogar eine Doppelerwähnung, so nach dem Motto: Demokratie kann nur Demokratie sein, wenn Demokratie auch demokratisch ist. Haben Sie so nicht gesagt, aber es ist natürlich in Ihrem Stil. Und dann käme mir noch so in den Kopf das von Ihnen gesteuerte deutsche Fernsehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Alimentiert auch von 15 Millionen Menschen, die AfD wählen oder mit ihr sympathisieren. Unsere Nachbarn in Österreich, die FPÖ, und Herr Böhmermann, der will ja AfDler und Menschen, die in der FPÖ, tätig sind, keulen lassen. Wäre das dann Verhöhnung oder ist es Volksverhetzung oder ist es Ihnen genehm? Denn solche schwammigen Paragraphen, wie es die Staatsrechtler und Verfassungsrechtler bemerkten, wie Verhöhnung, das ist ja sehr, sehr dehnbar. Das ist auch ein Qualitativ eines totalitären Systems. Lustig fand ich übrigens neulich, dass bei meinem Shortbeitrag auf YouTube. Nein, es war ein bisschen länger. Ich einen Film veröffentlicht hatte über diese famose Grünen-Sitzung, die abgebrochen werden musste in Biberach, denke ich. Dort wurde dann großzügig mit Tränengas gearbeitet. Schließlich muss der Feudalismus schnell nach Hause. Also wenn es schon keine Zusammenkunft gibt, keinen politischen Aschermittwoch, dann will man wenigstens zu Hause bei Kaffee und Kuchen darüber beraten, wie der Plebs zu regieren sei. Da hatte dann jemand bemerkt, ich sollte mich mal erkundigen, was das Wort totalitär überhaupt bedeuten würde. Und ich könnte ja auch nach Nordkorea, und da hatte dann noch irgendwelche anderen Staaten erwähnt, auswandern. So, super interessant, wie sich das Vokabular erhält, denn das war eigentlich das Vokabular und die Ausdrucksweise der Kriegsgeneration. Die hatten ja auch nicht immer alles richtig gemacht. Man wird ja manchmal so reingeschleppt in so ein totalitäres System. Ja? Manchmal geht es schleichend und manchmal geht es sehr schnell. Und die sagten dann, wenn das einer kritisierte, so, das Dritte Reich oder überhaupt ihre Denkungsweise, dann geh doch in die DDR. Das habe ich oft gehört als Kind oder als Jugendlicher. Dann geh doch in die DDR. Also nicht mir gegenüber, sondern gegenüber dann den Progressiven, wie man sie heute nennt, ne? Den Fortschrittlichen. Obwohl natürlich an der SPD, der sozialistischen Plünderung Deutschlands, nicht viel Progressives ist. Ja? Die leben eigentlich noch zur Zeit der Bergwerke, der Bergleute, der rauchenden Schlote, so tun sie zumindest, während sie
so tun, als wäre Deutschland wirklich noch eine voll funktionsfähige Demokratie, in der allerdings die Werteunion ihre Gründungsveranstaltung auf ein Binnenschiff verlagern muss, ein Ausflugsboot. Da schreibt dann die Presse und propagandiert auch der öffentliche Rundfunk, sie hätten sich da versteckt. Ist das wieder ein Geheimtreffen? Ist das wieder so eine Art Wannsee-Konferenz? Ja, während die Grünen dann ja in Krokodilstränen ausbrechen, wenn die Leute auf der Straße stehen, sich nicht bewegen, die Grünen dann im Stau stehen, wie Hunderttausende Deutsche jeden Morgen, die zur Arbeit fahren, um das Geld zu erarbeiten für die Milliarden für die Ukraine. Na denn, Frau Faeser, ich hoffe, Sie können mir helfen. Also nochmals die Frage, kritisiere ich noch oder verhöhne ich schon?